Ja, den Ort habe ich erkannt, ja. Da bin ich aber, da bin ich auch am Überlegen, ob ich da jetzt mal hingehen soll, bevor ich weiter den Dämon mache. Aber jetzt wollen wir kurz nochmal für das nächste YouTube. Ja, schön, dass ihr immer noch hier seid oder wieder da seid. Und ich hänge immer noch an dem flammigen Lava-Dämon, Lava-Strom-Dämon. Und werde einfach mal weiter reinlaufen in ihn. Ich werde einfach mal weiter in den Lava-Dämon reinlaufen. Aber so viele Versuche gönne ich mir, glaube ich, nicht mehr. Ich probiere es noch ein paar Mal. Und ansonsten gucke ich mal, was die Glocke für ein Tor geöffnet hat. Ich war ja auch schon bei den Geistern. Da würde mich auch interessieren, ob irgendwas mir dabei hilft, weil ich keine von diesen Flüchen mehr hier von diesen, wie heißen die denn? Da, von den Wanderflüchen, genau. Die kann ich nicht mehr kaufen. Ich darf die nicht mehr kaufen bei der guten Lady. Beziehungsweise, die hatte keine mehr, als ich das letzte Mal da war. Oder nur noch einen oder so. Und da muss es doch eine Möglichkeit geben, diese Geister trotzdem platt zu machen. Auch ohne diese Flüche in dem Fall, wenn man keine mehr kriegt. Oder ist dann das Gebiet einfach weg und erledigt? So, wie mache ich das jetzt, dass der mich hier nicht trifft? Ah, oh, Mist. Aber er. Auch ob ich jetzt Wow. Ob ich Rüstung habe oder nicht. Er hat mir einfach so hart eine mitgegeben. Ich dachte mir schon fast, dass es so eine Waffe geben muss. Du wusstest nicht, welche Geister. Das sind so viele von denen. Wundert mich, dass du da nicht weißt, welche Geister. Ah, du hast es mit Wanderflüchen gemacht. Okay. Ja, gut, es kann sein, dass die gute Lady, die mir die verkauft, wieder welche hat nach einer gewissen Zeit. Müsste ich dann noch mal gucken. Renne ich eigentlich schneller, wenn ich die Waffe nur einhändig in der Hand habe? Ja, wahrscheinlich. Ach so, du weißt nicht mehr, welche Waffe. Okay. Probiere ich es jetzt hier lang? Ich probiere es nochmal hier lang. Oh oh. Oh. Okay. Ah, er hat mich nicht getroffen. Sehr gut. Okay, so. Wie weichen wir dem Jungen jetzt aus? Oh, shit, so nicht. Mist. Komm mal hierher, bitte. Okay, das hat geklappt. Ja, ich will sie natürlich zweihändig nehmen. Sehr gut. Nein, ah, hauen. Ah, leider nur zweimal. Schande. Es gibt's nicht. Ich finde diesen Moment nicht.
falsche Richtung jetzt aus irgendeinem Grund wieder. Keine Ahnung. Ich finde den Moment nicht, an dem ich ausweichen muss. Scheiße. Ja, ist leer, weiß ich. Das ist übrigens der falsche YouTube-Kanal für die, der da im Chat angezeigt wird, für den Gaming-Inhalt in Zukunft. Da habe ich einen zweiten aufgemacht, der heißt Tassilo Gaming. Puh. Andere Waffe? Andere Waffe, mit der ich weiter ausweichen kann? Mit der ich ein bisschen schneller bin? Vielleicht doch nochmal das... Warum nicht? Nochmal Astoras Schwert. Ja, aber er weicht ja auch nicht weiter aus damit. Das ist, ich bin auch nicht schneller damit. Was? Achso, jetzt muss ich erst kurz hier weg von den Boys. Bevor ich mir da irgendwas angucke. Oh, blob, 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 blob. Ich muss mir nochmal angucken, was das Gewicht der Waffe sagt. ...3,0... ...und meine Streitaxt plus 5, 4,0. Ja, es macht halt nicht so einen Riesenunterschied, ne? Und die hat auch nur 80, die macht halt nicht so viel Schaden. Aber 80 Magieschaden eigentlich, das wären 160. Vielleicht verstehe ich hier aber auch was falsch. Das empfohlene Level ist 80 plus. Wo sehe ich mein Level? Ah, 40. 60 plus. Ich bin 40. Ah, vielleicht hätte ich doch mal... Ja, ich merke schon, dass ich dem wirklich wenig Schaden mache hier. Das habe ich schon mitbekommen. Also, dass ich hier nicht 100% richtig bin, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich wollte es halt trotzdem probieren. Weil ich dachte, ich bin klüger. Puh. Okay. Bin wieder voll reingesprungen. Scheiße. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich guck mir jetzt das Tor an. Muss ich mich zwar hier einmal durchwühlen, aber ich guck mir jetzt das Tor an. Ich habe Lust auf was Neues. Ich bin hier jetzt schon über eine Stunde an diesem Boy dran. Ja, keine Ahnung, lasse ich die Kapuze halt auf. Ist mir wurscht so. Gibt's hier irgendwo eine Abkürzung oder so, die ich noch nicht gesehen habe? Ey! Oh, guck mal einer an. Krabbelt der auf mich zu? Das wäre sehr lieb von dir. Oh, ich kann mit dem reden. Seid ihr ein neuer Diener? Klar.
Hey, wow, oh, okay. Oh, das ist ein starkes Leuchtfeuer mit 10. Wer bist du? Hä? Oh, wait, what? Das ist auch eine Feuerhüterin? Okay. That? Hä? Diener des Chaos, sagt mir mein Steam gerade. Ist das eine gute Idee? Oh Gott. Moment, 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 Moment. Wo kann ich nachlesen, was dieser Eid tut? Kann ich das irgendwo nachlesen? Eid, der weiße Pfad. Erläuterung. Der Name des geleisteten Eides. Ja, Julius, da sind wir jetzt schon wieder an einem Punkt, bei dem ich nicht sicher bin, ob das schon zu viel Backseat ist. Aber ich probiere das. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich eh probiert, was jetzt passiert. Wait, what? Ich frage oft einfach mich selber, Diener des Chaos, habe ich jetzt irgendwelche anderen Werte? Nee, das sieht gleich aus. Wille 14, das ist alles gleich. Ausdauer, Belastung. Feuerabwehr 64 ist immer noch das gleiche. Aber geht's hinter ihr weiter, wenn ich sie verprügel oder so? Ich kann sie ja wahrscheinlich verprügeln. Oh Gott. Ich fühle mich gescammt. Ich fühle mich gescammt. Warum? Ich dachte, ich komme jetzt hier raus. Schweinerei. Ich bin versucht, sie anzugreifen. Aber ich lasse es.
Habe ich irgendwo einen Weg verpasst oder so? Muss ich wirklich durch Schandstadt wieder nach oben? Wait. Nee, doch. Von da bin ich gekommen. Gibt's hier irgendwo noch einen anderen Weg, den ich übersehen habe? Nee. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Naja gut, im Prinzip ist es ja nicht so krass weit. Ist ja mehr oder weniger hier ums Eck. Kommen die Fliegen wahrscheinlich wieder von da drüben. Also das Schwert macht mir zu wenig Schaden. Oh Gott, Endgegneraufzug. Endgegneraufzug. Okay, überlebt. Beziehungsweise es ist ja kein richtiger Aufzug, das ist eher Endgegner Paternoster. Würdet ihr bitte... Okay, ja, damit bin ich absolut einverstanden. Ah, hier geht's hoch. Das ist meine allererste Souls-like-Berührung überhaupt. Und von From Software habe ich auch noch gar nichts gespielt. Also es ist wirklich ein erstes Mal für alles hier in diesem...
Das ist meine allererste Berührung überhaupt mit dieser Art von Spiel. Ach nee, jetzt kommen beide. Ärgerlich. Ärgerlich. Autsch, ja, das hätte ich mir denken können. Ah, nein. Na. Jetzt prügel ich die Spinne gleich aus Frust, ey. Warum ist hier nicht auf? Wo geht's da hin? Was ist das? Warum? So ein Mist. Dieser ganze Weg, das kann doch nicht sein. Ja. Es gab doch im ersten Teil bei diesen ganzen schönen Skelettgegnern da, bei diesen Skelettwachen, Skelettsoldaten, gab es so schöne Abkürzungen, alle paar Meter. Jetzt das. Nun. Blablablablablablab. Irgendwann lerne ich ihre Sprache. Und dann kann ich mich wirklich mit ihnen unterhalten. Normalerweise. Ich spiele tatsächlich, in welchen Games bin ich normalerweise zu Hause? Ich spiele tatsächlich alles eigentlich. Aber sehr viel Shooter tatsächlich. Sehr, sehr, sehr viele Shooter. Ich glaube, wir reden von anderen Skeletten. Ich meine, die Skelettsoldaten. Bei den Skeletten war ich allerdings auch schon und habe das erste Leuchtfeuer nach unten habe ich gesehen, habe es aber nicht aktiviert bekommen. Ich spiele sehr viele Shooter, habe aber zum Beispiel aktuell auch 200 Stunden auf Zelda, Tears of the Kingdom. Und Breath of the Wild habe ich sehr viel gespielt. Dann alle Assassin's Creed-Teile mal zumindest angezockt. Am Ende nicht mehr alle durchgespielt, weil die irgendwann, ich weiß nicht, fand ich sie lame. Ich spiele eigentlich alles. Ich spiele wirklich alles. Endgegner Paternoster ist, glaube ich, auch kein Thema mehr. Und mit den Skelettsoldaten meinte ich die vom Tauros kommen. Die Skelettsoldaten vorm Tauros. Da bin ich ja. Die sind ja easy. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Thema gekommen war, aber. Doki Doki Literature Club. Was ist das? Ah ja, guck mal hier. Ihr steckt da wieder im Boden fest. Lol. Da geht es um einen Buchclub. Ja, das wäre ich jetzt vielleicht sogar selber drauf gekommen. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich schon
bei diesem Typen da unten, bei diesen einen Soldaten, da gucke ich jetzt noch mal hin. Ja, komm mal her, du. Komm mal her, du. Alles gut. Brauchst gar nicht so laut brüllen. Komm, hau zu. Sehr gut, da kommt einer einzeln, das ist hervorragend. Ah, und wir haben hier wieder Jauchesuppe. Ach nee, Jaucheküchlein waren es, genau. Von diesen Jaucheküchlein habe ich mittlerweile auch so viele. Und ich will sie nicht benutzen. Jaucheküchlein, jawohl. Yummy. So, da unten bei dem Drachen, da habe ich das tolle Schwert bekommen, von dem ich dachte, es wäre toll, und am Ende hat sich herausgestellt, so toll ist es irgendwie nicht. Dann hier unten, da sind die Geister. Die Geister, die sind auch absolut okay. Komm, ich erlöse dich von deinen Qualen. Ja, du arbeitest, das ist in Ordnung. Rumjammern gibt's hier nicht. Die Geister, die sind okay, wenn da nicht plötzlich immer so 7, 8, 9, 10 Stück kommen würden. Durch die Wände, durch den Boden und sonst überall. Ich will jetzt aber einen Blick. Einen Blick Richtung Tor werfen. Und von den Seelen her bin ich, glaube ich, ganz gut dabei. Also, und vom Level. Klar könnte ich jetzt Quelax Seele benutzen. So, du bist. Das ist doch auch. Der kann ich auch diese Feuerhüterin Seelen geben. Da ist doch eine Verbindung zu diesem Spinnending unten. Und beide reden nicht. Und das Spinnending unten kann ich angreifen. Ich werde, wenn ich das nächste Mal da unten bin, hau ich der unten eine auf die Mütze, damit die Lady wieder mit mir redet. Hoffentlich. Keine Ahnung, ist eine wilde Vermutung. Aber das wäre so ein Ding, das könnte ich mir vorstellen. Hey, was hast du noch zu sagen? Ja, hab ich. Ein neues Problem. Was? Geil. Okay. Mehr Infos. Bist du das neue Problem, das schnarcht? Was ist das bitte? Wie siehst du denn aus? Bist du ein Gegner? Oh, weißt, wenn wie der schon aussieht, mit dem will ich gar nicht reden.
Du bist da unten rausgekommen. Oh Junge, ey. Ist das dein Hals? Oder bist du eine Handpuppe? Was it you who raised the Boah. spell of awakening? Ja, ich war's. I am the primordial serpent, King Seeker Frant, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do Okay. you seek such enlightenment? Ja. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead. Your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Aha, na, das ist doch schon mal eine Information, die mir gefällt. Wait, der Rabe hatte gerade einen Lebensbalken. Wieso hatte der Rabe gerade kurzen Lebensbalken? Das ist die Handpuppe von irgendwem. 100 Pro. Da steckt ein Arm drin. Hey, hast du deine Lady immer noch nicht gefunden? Oh, I'm sorry. Sometimes I lose myself. Rat suchen. Ach so, das ist ja, nee, okay. Nee, nee. Naja, nichts mehr Wildes hier für mich. Das Geräusch der Zähne, ja, der irgendwie, der macht ganz komische Geräusche, der Kollege. So richtig sicher fühle ich mich mit der Rüstung hier gerade nicht, ehrlich gesagt. Was hat, aber die hat 11, 31, die ist eigentlich ganz gut. Die ist eigentlich 23, die ist voll gut. Okay, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, dass die gar nicht so geil ist, aber die Rüstung ist ja super. Muss ich hier vielleicht menschlich sein? Aber der hat ja einfach nur Loot hier rumliegen. Das sieht immer, dadurch, dass es hier so leuchtet, habe ich das Gefühl, hier geht noch was. Naja, gut. Oh, es klingelt. Hier sind ja keine Gegner, ich bin sofort wieder da. Die Mädels sind nach Hause gekommen. Und der kleine Zwerg schläft. Also, guter Herr Schmied, ich hab dir ja schon so einen Lavaklumpen oder was das war gegeben. Vielleicht fehlen dir ja einfach noch ein paar Zutaten. Deshalb würde ich dir jetzt in vollstem Vertrauen, dass du mich nicht scammst. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything for?
Wait, what? Ausrüstung umwandeln. Oh, wait, hä? Lol, was? Ah. Nee, das will ich nicht machen. Ich habe ja noch keine coolen Waffen. Obwohl. Och, ich weiß es halt nicht. Ob sich das lohnt. Aber dieser Magieschaden macht mich irgendwie an. Ich habe nur noch nicht rausgefunden. Wahrscheinlich wäre es besser, irgendwie sowas hier zu leveln. So ein Zweihänder oder sowas. Oder ja, genau. Ich habe bisher habe ich auf Stärke gelevelt, weil ich diese Großaxt benutzen möchte. Weil ich meine kleine Axt irgendwie cool fand. Und die brauche aber noch. Für die muss ich brutal viel noch leveln, glaube ich. 32 Stärke brauche ich. Moment, wait. Ich habe ja schon 30 Stärke. Okay, so viel muss ich gar nicht mehr leveln dafür. Das heißt, dann warte ich doch mal auf diese Großaxt. Und ja, das ist eine zweihändige Waffe, wurde mir gesagt. Ich soll das vielleicht nicht tun und keine Ahnung. Aber ich würde es gerne einhändig probieren. Moment. Bevor ich jetzt da reinlaufe, einmal bitte hier anhalten. So. Weil, mal gucken. Hallo? Hallo? Keiner zu Hause. Viel Spaß kommt. Oh, okay, doch, ist es jemand zu Hause? Hi, aua! Sag mal, seid ihr denn? Autschi. Autsch, aua, ei, stopp, nein, och. Wenn da im Chat schon viel Spaß geschrieben wird, dann, das ist doch schon... Ah, die Echsenmenschen aus der Hohlerde, ja, so sieht's aus, ey. Dieser tolle Ring, von dem ich super begeistert war am Anfang, der ist auch so unnütz, ne? So, Echsenmenschen aus der Hohlerde, kommt mal her, ihr. Hi, ja? Kann ich nur einen von euch triggern? Ey, wow! Nein, so schnell darf ich nicht draufhauen. Okay, verstanden. Droppst du irgendwas Cooles? Du bleibst... Okay, nö. Irgendwo ist hier eine Falle. Wann wird die aktiviert? Wenn ich hier reinlauf? Nö, anscheinend nicht. Und da oben stehen doch zwei schwarze Ritter auch noch, oder? Ey, wir sehen ihn halt an. Wie das Entflammen an einem Bonfire funktioniert. Nein, weiß ich nicht. Und das... Ich habe schon probiert irgendwie, aber das in dem Fall klingt das so, als wäre das was Nützliches.
Ihr seid doch zwei schwarze Ritter, oder? Nee, seid ihr nicht. Eine Ritterseele. Was ist das denn jetzt hier? Euer Ernst? Oh, was sitzt da unten denn? Ob ich den wohl anspringen kann? Den kann ich 100 Pro anspringen. Will ich das? Ich glaube, ich sollte erstmal hier rüber. Und das ist doch... Das ist doch eine rigte Scheiße jetzt hier. Ah, nein, nicht runterfallen. Okay, die bewerfen mich auch. Und da drüben gibt's was. Und ihr seht so aus, als würdet ihr gleich auf mich losgehen hier, ihr Ritterrüstungen. Aber ihr seid einfach nur da. Ihr seid einfach nur da. Jetzt geht's hier erstmal nach oben. Und hier sind Fallen. Hier sind auf jeden Fall Fallen. Alles voll davon. Ah! Okay. Och nee, andere Brutzler. Jetzt sind's gelbe Brutzler. Und gewaltige Äxte. Das ist doch jetzt eine Schweinerei hier. Hä? Aua, aua, oh Gott. Au und tot. Wow. Das ist, das ist der Fallenauslöser. Ah, ich sehe. Ich sehe, ich sehe. Schlangenmensch, komm her und tritt bitte in die Falle. Ja, perfekt. Guck mal, dann kriegst du die nämlich ab. Nein? Wie bitte? Aua? Nee, 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 nee. Das ist scheiße. Weil die haben jetzt hintereinander haben die einen Rhythmus, dass die mich immer abwechselnd treffen. Ja, genau das. Ich würde eigentlich schon gerne versuchen, die 4000 Seelen wieder abzuholen. Au! Okay. Naja, hier komme ich auf jeden Fall, hier mache ich, kann ich Fortschritt machen, im Gegensatz zu diesem Höllendämon. Ich hatte wirklich gehofft, dass die Boys die Falle auslösen. Das ist... So, und ich probiere das jetzt. Huah! Huah! Autsch.
Autsch, er drückt mich anders hart in die Ecke. Warum bin ich hier so langsam? Ah, weil ich in irgendeinem Schlick festhänge. Nicht, och. Nee, da sind die Seelen futsch. Da hinten ist nochmal so einer. Wie viel Schaden habe ich ihm denn gemacht? Kann ich jetzt nicht mehr sehen, ne? Okay. Na gut, dann den normalen Weg. Das war jetzt nur ein Versuch, an die Seelen ranzukommen. Die sind jetzt futsch. Damit hat sich's erledigt. Jetzt weiß ich auch, wie das da unten, wie sich das anfühlt. Mit dem Schlick da und dem Ganzen. So, pass mal auf, ich hab einen Plan. Komm mal her, du. Und zack. Ihr Schweine. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Nope. Ne, ja. Da war ich ein bisschen von... Oh, doch, die geben Loot. Schlangenschwert. Okay. Schlangenschwert. Ist das ein Zweihänder? Das ist ein Zweihänder, ne? Oder? Ja, das wird schon ein Zweihänder sein. Nein. Nein, das war... ja, okay. Das war... Da war ich selber schuld dran. Jetzt springt er von alleine runter. Okay. So, du kommst bitte in die Mitte. Bitte in die Mitte. Falle auslösen. Jawohl. Und der eine ist hinüber. Und der andere hat auch nichts zu melden. So. Ich habe bestimmt so viel Zeug verpasst irgendwie. So, was macht der jetzt? Kommt der jetzt zurück und mir dann irgendwann entgegen? Ja, wahrscheinlich, ne?
So, das hier ist eine verdammt miese Nummer. Du bist eine Ratte da vorne. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich kann ihn nicht anvisieren, verdammt. Okay, meine Idee ist für ein... Kennt er, ne? Ha. Nope. Okay. Nee, nee. Lass mal gut sein. Aha. Eine große Scherbe. Cool, danke. Das sieht hier auch alles wild aus. Warum sind hier so schwarze Ritterstatuen? Hallo? Oh, hab ich mich erschrocken. Hi, oh! Okay. Wild? Ja, komm mal hier rein, bitte. Autschi. Nee, 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 nein, nein, nein. Unnötig. Schon wieder unnötig gestorben hier. So ein Mist, ey. Verdammte Axt. Anklage vom Bischof der Sünde, verkauftes Papier. What? Okay. Diese Tipps sind so schnell vorbei, die kann man nicht lesen. Gut, das war jetzt ganz, ganz klar einfach mein Fehler. Gar kein Problem. Hey, komm mal her, du. Ja. Ihr beide. Kommt in die Mitte. Super. So. Diese Ragdolls, ne? Mal gucken, wie weit ich ihn mitnehmen kann. Ah, okay. Ja gut, also, wir haben, wir kommen immer so einen kleinen Meter weiter. So, jetzt zu dir. Ey, nicht treten. Hör mal auf mit treten hier. Uah, knappes Pferd. No, 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 no. Danke. Oh, er lebt noch. Wow. Er überlebt mit einem halben HP. Der Saftsack. Gut, also der da oben war auch nicht so hart.
What? Was war das? Nein! Hör, nicht hinschmeißen. Nicht, steh bitte wieder auf. Steh auf. Schild hoch. Ich trau mich nicht zu. Oh oh. Danke. Ich hatte mich nicht zu... Ach. Jetzt schießt da noch dieses Ding, ey. Wo ist denn der Trigger dafür, bitte? Wow. Links ist ein Echsenwesen. Da oben? Okay, da hinten ist auch irgendwas. Da unten weiß ich nicht. Kann man das probieren? Schafft man das? Ja, man schafft es. Und dann ist man an dem Nebel. Ich würde erst da hochgucken, ganz gern. Okay. Was haben wir hier? Hartstahlring. Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Dieser Ring gehörte dem Ritterkönig Randall. Aha, der Randall. Er verleiht seinem Träger Stärke und absoluten Willen, sodass er von den Angriffen der Gegner nicht zurückschreckt. Zu einer der bekannteren Legenden über ihn zählt die Begebenheit, dass er sich einem Riesendrachen stellte und diesen in Stücke schlug. Also. Den Goldring darf ich nicht ablegen, der geht kaputt. Aber den darf ich ablegen. Und es klingt so, als wäre der... Als wäre der nützlicher. Die Abwehr stärken. So, hier muss ich auch nicht mehr hoch, weiß ich jetzt. Aber ich guck mal durch den Nebel. Ah, der löst sich einfach auf. Okay. Cool. Das ist eine Falle. Von wo? Ach, genau von der Richtung. Von hinten. Natürlich. Hoppala. Da sind die Löcher, aus denen geschossen wird. Gut, die Falle ist aktiviert, damit hat sich das erledigt. Dieser Lärm, ne? Leute, dieser Lärm. Oh oh. Hier rutschen Kugeln entlang. Yep. Genau das. Lass mich hier bitte wieder rein. Ich renne jetzt einfach hinterher. Ich würde zwar gerne nach oben gucken, aber ich habe das Gefühl, blöde Idee. Falle?
Du bist keine echte Truhe. Ich hab's gewusst. Du sahst nämlich nicht nach echter Truhe aus, Kollege. Nein! Nicht fressen! Nicht fressen! Lass mich runter! Nein, nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Ah, 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 trinken! Scheiße! Ah, 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 Hilfe! Blitzspeer. Moment. Momentchen mal. Ha, ist der gut? So, und der Aufzug, fährt der hoch und runter oder fährt er nur in eine Richtung? Der fährt nur in eine Richtung. Und das gefällt mir nicht. Ach, der... Okay, der fährt noch ein Stückchen höher. Palle? Ich muss noch mal das... Ich muss das Stockwerk nach oben gucken. Nein! Och nö, ist das eine Schweinerei? Ach so, das Entfachen, doch klar, das habe ich schon gemacht, dann werde ich menschlich. Dann sehe ich aus wie ein Mensch. Aber was es mir bringt, keine Ahnung. Das ist doch jetzt... Also, oh, Leute, ganz ehrlich. Das hat jetzt nicht sein müssen. Ich hätte mal nach oben gucken sollen. Ich habe es versucht, aber es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ja! Danke fürs Gespräch. Er schleudert seinen Kollegen weg. Autschi. Ja, absolut nötig, dass ich für die beiden jetzt zwei Flakons gebraucht habe. Wichtig. Scheiße. Autsch, Autschi, Autschi, Autschi. Oh Gott, man kann sich hier wirklich gar nicht bewegen.
Oh, da ist noch einer. Oh. No, 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 no. Hier ist alles voll von denen. Okay, alles klar. Seelen alle weg. Hier komme ich auch gar nicht wieder hoch, oder? Ja, Moment. Aber wenn ich da nicht wirklich wieder hochkomme, dann kann ich zumindest nach dem Loot jetzt gucken, der da unten gelegen ist. Dann gehe ich da unten jetzt rein und guck mal nach dem Loot, der da hinten liegt. Da war nämlich so ein Ding mit Loot. Da war ein Loot. Sens Festung. Was ist das überhaupt? Was will ich hier überhaupt? Ich muss nach Anor Londa, hieß es. Herr, visier ihn doch an, Spiel! Das ist... Da merkt man, dass das Spiel, glaube ich, ein bisschen älter ist auch. Der hätte mich nicht treffen müssen dort. So, also, da unten habe ich doch vorhin Loot gesehen. Irgendwo da unten war Loot. Als ich hier auf den drauf gehüpft bin. Ups. Da hinten drin, in der Kammer, wo der andere steht. Da könnte ich doch probieren, an den Loot ranzukommen. Naja, bin ich auch nicht schneller. Kann ich den Schild auch dran lassen. Hauen die mich jetzt gleichzeitig, wenn ich hier einfach durchrenne? Nö, nicht wirklich. Perfekt. Weil ich nämlich probieren möchte, auf diesen Kollegen zu hüpfen. Mist. Lass mich saufen, lass mich saufen. Ja, da hinten. Da, den Loot will ich. Ich will nur an diesen Loot kommen. Alles andere ist mir egal. Da ist sogar zweimal Loot. Eine Ritterseele. Warum interessiert das den hier nicht? Dass ich hier hinter ihm den Loot snack. Und eine Sense. Kann ich ihn vielleicht killen? Ist er buggt? Nope. Ist er nicht. Ihn hat einfach nur... Der Loot war ihm egal. Gut, aber Ritterseele und eine Sense. Seelenspeer. Logan entwickelter Zauber. So, was macht denn die Sense? 110. Wow, okay. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Oh! Mir ist gerade eingefallen, wer mir eventuell aus Quelaks Seele eine Waffe bauen kann. Hi, komm mal her, du. Schon wieder so unnötig.
Ach, Leute. Das will ich jetzt überprüfen. Mir ist das gerade eingefallen, das will ich jetzt überprüfen. Tja, dann müssen wir jetzt nochmal kurz zurücklaufen. Wo war denn der Boy nochmal? Da vorne liegt eh nix, ist egal. Aber die machen die ja nicht fertig, die Waffen. Also ich gebe die dem jetzt, aber... Bei dem Schmied, der Schmied hat auch was von mir gekriegt und... Keine Ahnung, hat mich gescammt. Ich glaube, den werde ich irgendwann noch dafür... Da werde ich mich rächen für. An dem Schmied. Ich habe die Reparaturkiste gekauft. Ich kann Waffen selber verstärken. Der Schmied ist ein mieser Sack, der mich gescammt hat. Ich hatte was Cooles. Und dann hat er mich gescammt. Das heißt, der scammt mich hier auch, oder was? Keiner. Der sagt, gib mir das, das ist cool. Ja, okay, klar. Du bist mein Kumpel. Und am Ende hilft einem doch niemand. Hey, was sagst du zu Quelax Seele? Die Seelenpfeile, die sind, glaube ich, auch, das sieht so mächtig nach so einem mächtigen, guten Zauber aus. Nee, der kann mir auch nicht helfen mit Quelax Seele. Tja. Ja, ja. Dann hat sich das erledigt. Nee. Halt, falsch. Nach oben, hier. Gucke ich jetzt nochmal schnell nach dem... Ja, da gucke ich auch nochmal schnell hin. Oder will ich jetzt versuchen, die Feuer... Hüterin zu befreien hier mit... Dann muss ich aber da runter in das Spinnennest wieder rein. Oh Mann, so viele Sachen, die ich machen kann. So viele Dinge. Also ich möchte jetzt trotzdem mal gucken, ob ich den da oben... Wir nehmen 10 Flakons mit. Und wir klopfen die hier, weil... So.
Wie war jetzt nochmal der schnelle Weg? Ich glaube, hier lang, geradeaus, dann rechts runter. Ja, genau. Hi. Gute Dame, hallo. Ich habe ja irgendwelche Schlüssel gekriegt. Vielleicht kann ich ja jetzt langsam mal die Tür da unten aufmachen. Ich habe ja auch irgendeinen Kerkerschlüssel. Habe ich irgendwen... Achso, nee, der Kerkerschlüssel, das ist ja mein eigener Kerker gewesen, ne? Den ich da aufgemacht habe. Ah, verdammt. Oh, da oben sind Hundis. Ich guck da jetzt einfach nochmal hin an den. Ja. Ja, perfekt. Hey, komm, gib mir noch eine mit. Jawoll. Hey. Super. Danke. So, geht doch. So, hier springen sie gleich aus allen Türen raus. Hier noch irgendwas? Oh, Hund! Wo kommst du denn her jetzt? Hat der mich erschreckt, ey? Nee, hier habe ich alles gelootet. Ey, aber die machen mir trotzdem echt wenig Schaden hier, die Jungs. Ah, anvisieren, danke. So, kann ich dich mittlerweile befreien? War das hier? Oder war das die Tür? Verschlossen. Mist. Schade. Naja. Wow. Das hier wirkt auch so, als müsste hier eigentlich mehr gehen. Das ist so ein Dead End irgendwie. Hä. Tja, in dem Fall wirklich einfach Dead End. Ja, den. Ich hätte ihn gern befreit, um zu gucken, wer er ist, was er macht. Aber. Sieht schlecht aus. Tja. War hier sonst noch irgendwas? Nee. Okay, der da unten konnte mir auch nicht helfen. Ah, ich muss noch mit der. Untoten Lady reden. Hier beim Ziegendämon noch irgendwas, was ich übersehen habe vielleicht? Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Oh. Der Hund spawnt natürlich wieder rein. Aber nur einer. Jetzt weiß ich auch, woher der andere kam. Oh. Mein Gott. Also sieht nicht so aus, als würde es hier noch irgendwas geben, als ob ich irgendwas verpasst hätte oder so.
Ist hier irgendwer respawned? Nee, bis jetzt nicht. Nee, hier lang passt. Genau. So, gute Dame, hast du frische Wanderflüche für mich? Nee, du hast keine mehr. Tja. Mir kam nur eine Idee, Julius. Ich hatte eine Idee und die wollte ich verfolgen, kurz mal, um das abzuchecken. Jetzt geht's wieder zu den Schlangen. Dass die hier respawnen, ist saumies. Voll gemein, ey. Ach, ich spring hier schon wieder runter. Es passiert mir jedes Mal, dass ich da runterfall. Ich gehe jetzt wieder zu den Schlangen. Ich wollte nur ein paar Dinge abchecken, die ich verpasst hatte zu prüfen. Und was ich natürlich wirklich gerne machen würde, aber da ist mir der Weg jetzt zu blöd, die weiße Spinne verprügeln. Der würde ich gerne eine mitgeben, um zu gucken, was passiert. Ach so, und das Entfachen an den Dingern ja hier, dass ich menschlich werde und so, das doch, das weiß ich, was passiert, aber ich weiß nicht, was es mir bringt. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich als menschliche Gestalt? Hat doch eh alles keinen Zweck. Habe ich bisher keinen Unterschied bemerkt, ob ich jetzt menschlich war oder nicht. Hat keinen Unterschied gemacht. Kann ich auch als Untoter hier durch die Gegend latschen. Na, ich muss hier einmal rasten, stimmt. Ey, dass er ihn nicht anvisiert, ist so eine rattige, dreckige. Man drückt auf den Stick, will umdrehen und weglaufen, einfach wegen Reaktion und so. Und er wird aber erst anvisiert, wenn man genau die Entfernung hat. Das ist der einzige Gegner im Sichtfeld, aber das Spiel visiert nicht an. Ja, also ich habe mir hier unten den Loot schon geholt, der da hinten in der Ecke war. Jetzt würde ich nicht nochmal da runterlaufen. Keine Ahnung, habe nicht das Gefühl, dass ich hier hin will, nach unten will. Ich denke, hier oben bin ich besser aufgehoben. Hoppla, schlecht. Ja, fall mal nach unten, perfekt, das passt.
Und das hier ist auch so eine miese Nummer. Vor allem, dass diese Falle durch ihn nicht ausgelöst wird, aber durch mich. Autsch. Ich will sie auslösen für den Fall der Falle, falls wieder irgendwie miese Dinge passieren. Warte mal. Was ist er denn? Ich wollte gerade sagen, ich bin hier noch nie links runtergelaufen. Ey, aber von da oben... Wieso ist jetzt... Okay. Hä? Okay. Das war seltsam. Komm. Hä? Kommt jetzt da kein Ding mehr? Warum kommt hier kein Stein mehr? Das ist ja komisch. Wenn man die Tür hier aufmacht, kommt kein Stein mehr. Okay, ciao. Hm, ah, da unten sitzt unser Kollege. Oh, oh, was ist hier? Oh. Ah, da unten geht noch was. Da unten sitzt der Zwiebelmann. Naja, das gucke ich mir doch mal genauer an. Und Loot gibt's da auch. Autschi. Das ist ein bisschen gemein, was ihr hier gerade tut. Ach ja. Sie fängt das Britzeln an da hinten. Ey, nicht britzeln! Och, Mann. Warum fällt sie auch da runter? Da hinten die gute Britzeldame. So ein Mist. So ein Mist. Der Zwiebelmann. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Jetzt ist das Tor ja offen. Jetzt ist er da hingegangen und jetzt sitzt er da und sinniert weiter. Ich dachte, er hat einen Auftrag. Autsch. Autsch. Au.
noch. Weil ich denk, ich bin gut. Aber ich bin einfach schlecht. Komm her, du jetzt. Der andere von mir aus auch. Und jetzt komm in die Mitte. Und dann lass dich gefälligst auch von der Falle hier treffen. Sacknase. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Ja, wenn es nämlich nach Plan läuft, dann läuft es nach Plan. Dann bin ich nämlich der krasse Macker hier. Ich bin einfach zu gut. Und das Spiel muss mich nerven. Nope. Ja. Da ist ein Loot, aber wie komme ich da hin? Tja. Ja, jawohl. Perfekt. Ach, ich bin einfach so geil. Er chillt wieder da unten. Ist er lebensmüde? Des Lebens überdrüssig. Ich dachte, jetzt ist hier vielleicht irgendwo ein Geheimgang oder so. Hinter ihm oder... Dass es hier irgendwie einen Sinn hat, dass er da steht, aber nee. Er chillt da einfach. So, hier kommen keine Dingens mehr. Dann killen wir jetzt mal den Kollegen da oben. Ja, ich weiß, du bist ein Britzler. Ja, so nämlich. Oh, die Kiste haben wir hier nämlich auch schon gesnackt. Und jetzt... Wieso liegen die da? Lol. Nein, hau ihn... Hä? Wohin waren die am Leben? Hey, Zwiebelmeister. Es gibt gute Neuigkeiten. Deine Notlage? I'm afraid
I'm a bit too tough to be out running those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Okay. Ah, cool, okay. Ja, Kollege, ob du es jetzt schon mitbekommen hast oder nicht, zumindest. Okay, das war's wohl. Aber die eine Kugel rollt ja schon mal nicht mehr, an der ich vorbei bin. Das heißt, für die nächste Kugel gibt es wahrscheinlich auch eine Nebeltür, die das deaktiviert, vermute ich. Weil was soll es sonst deaktiviert haben, außer diese Nebeltür hier? So. Kann ich jetzt hier mein Schild hochtun und rückwärts laufen? Nee, wie mache ich das jetzt hier? Reinlaufen, umdrehen, Schild hoch. Genau so. Dann kommt der Kollege raus. Oh oh. Irr. Uncool. Jawohl. Super. Da ist dieser hässliche Aufzug. Jetzt muss ich mich ganz kurz orientieren. Hier bin ich runtergerannt und nach oben habe ich noch nicht geguckt. Wow, ich bin in die Kugel gelaufen. In die stehende Kugel. In der stehenden Kugel kriegt man auch Schaden. Kann ich hier hoch? Lohnt sich das aus irgendeinem Grund, da rauf zu gehen? Ich glaube ja. Let's go. Hey. Und nein, ich bin schon wieder reingelaufen. Verdammte Axt. Win Mystery, hi. Servus, grüß dich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, du warst Marius, nicht Maxi. Und los. Ah, nein. Aber guck mal an. Schnell saufen. Und mal kurz aus dem Weg rollen. Da ist eine Falle. Mal ganz kurz einen Blick hier außen rum werfen. Ah! So ist cool. So ist cool, würde ich sagen. Endlich zockst du mal ein geiles Game. Ey, meine bisherigen Games waren auch alle geil. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Wow. War ja klar, dass ich eine Abkürzung finde, aber in die falsche Richtung. Ah, hier bin ich jetzt. Okay. Ha, hier war ich vorhin schon mal und bin dann da oben in die... Ach ja. Gut. Jetzt habe ich es anders gemacht. Auch nicht so wild. Jetzt gehen wir mal kurz zum Zwiebelkopf und reden nochmal mit dem. Wir haben die Kugeln aus dem Weg geräumt. Wie geht's denn so, Marius? Ey, guck mal, da oben ist auch noch ein Loot. Könnte ich auch mal später noch hin. Hey, der Zwiebelkopf ist weg. Na gut, dann ist er an der nächsten Position, an der wir... Weiter nach oben wahrscheinlich. Oder nach unten? Keine Ahnung. Es wird sich zeigen.
So, hier müsste ich ja rein theoretisch jetzt super sicher sein. Nee, da steht ein Gegner. Da steht ein Gegner. Aber... Ey, was? Wieso? Bei uns ist auch alles soweit ganz cool. Passt. Danke. Was war das denn jetzt für ein Scam? Ich hab doch extra das Ding da oben umgestellt, damit ich eben nicht getroffen werde. Und dann ist einer von diesen miesen Schlangenmenschen da wieder hochgegangen und hat sich's gesnackt. Hat's nochmal verdreht. Schweinerei, ey. Komm her, du. Jetzt kriegt ihr hier aber. Jetzt langt's. Ihr seid miese Mistviecher, seid ihr. Was war das denn? Stopp! Nee, das wollte ich nicht. Ja, danke. Mist. Egal, passt. Ist okay. Ist okay. Könnte wesentlich schlimmer sein. Wieso beißt er denn jetzt zweimal zu? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber gut, egal. Für die zwei Boys erstmal einen Flakon verbrauchen. Perfekt. So habe ich das gern. Wenn es genau so läuft, wie man es nicht haben will. Ach ja, wunderbar. Ach, Schande. Jetzt komme ich auch nicht mehr an meine tollen Seelen ran. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich mich von hier irgendwo rausretten kann. Da vorne ist ja gleich der nächste Amboss-Kopf. Der mich auch trifft, natürlich. Ich glaube, hier geht's nicht mehr raus, oder? Selbst wenn ich die alle killen würde, gibt's hier, glaube ich, einfach keinen Ausweg. Es ist unmöglich. Also hier auf der Seite jedenfalls nicht. Ja, Win Mystery, ich habe noch nie ein Dark Souls gespielt, geschweige denn irgendein Souls-like. Ja, man ist hier schon, um zu sterben, glaube ich, hier unten. Wie ich ihn nicht treffe? Nee, ich spiele sowieso offline. Ich brauche hier keine Hilfe. Ich bin hier, um das Ding alleine und ohne Vorwissen durchzuballern. Alleine und ohne Vorwissen, ohne Googeln, ohne Hilfe. Komplett. Komplett alleine. Und der Chat hat bisher zwar ganz selten mal nicht so schweigen können, aber das war alles nicht weiter. Keine Spoiler, keine Sachen, wo geh hin, mach das, tu dies, tu jenes.
Ey, also mal ganz ehrlich, Julius, ne? Wenn du von dir sagen kannst, du hast das alleine durchgespielt, ohne Hilfe, ich glaube, das ist schon ein Achievement. So, endlich wieder hier mal die platt gemacht, ohne dass ich Schaden bekommen habe. Sehr gut. Also, jetzt nochmal an die Nummer mit der Kugel. Jetzt weiß ich, dass man sich da nicht drauf verlassen kann, wenn man die umgestellt hat. Wird einfach random wieder in deine Richtung gepackt. Wahrscheinlich gibt es da irgendeinen Map-Trigger oder so, der das auslöst, würde ich mal vermuten. Ja, das war blöd von mir. Ich habe nicht lang genug gewartet. Ey, komm. Ja, ist ja gut jetzt. Ich weiß, bin ungeduldig. Aber es hilft ja alles nix. So, weg mit dir. Stirbt er wenigstens? Ja. Nee, Nerven aus Stahl würde ich tatsächlich gar nicht mal behaupten. was ich teilweise schon verzweifelt bin, ey. Da gibt's Bilder, ey. Ich glaube, ich sollte einmal saufen. Sicher ist sicher. Ich glaube, ich werde aus Jux an der Freude mal von oben die Kugel auf den hier fallen lassen. Wobei, aktuell, ich brauche sie eigentlich gar nicht mehr umstellen, oder? Wie komme ich denn da hin? Muss ich da einfach von oben runterfallen? Oder gibt es da eine Türe? Ist das hier gedacht, dass ich hier von oben runter drop? Ich tue es einfach. Schotel. Ach so, ja klar, seid ihr jetzt am Leben, ne? Der Zwiebelkönig ist ja auch nicht mehr da, um euch zu töten. Ist gut. Leute, ich hasse das, gegen zwei gleichzeitig kämpfen zu müssen. Das nervt wahnsinnig. Vielleicht komm ich jetzt so vom Timing hin, dass ich gegen einen alleine kämpfen kann? Nee, nicht wirklich. Scheiße. Ey, das ist so nervig. Ihr habt ein beschissenes Timing, Jungs. Wow. Gut, ich habe da unten die Waffe geholt. Da muss ich nicht mehr hin. Dann kommen die beiden auch nicht mehr. Hat sich erledigt. Muss nicht mehr, die muss ich nicht mehr bekämpfen. Alles easy. Alles gut. Die müssen nicht mehr bekämpft werden. Passt. Aber die hier, die will ich nicht hinter mir herlaufen haben, währenddem ich da durch diese schwingenden Äxte durchlaufe. Nee. Warum ist er jetzt nicht gestorben? Der hintere hier.
Danke, weg damit. Kann ich nämlich nicht brauchen, dass ich hier gegen zwei kämpfen muss. So, wenn man sie doch einzeln bekämpfen kann. Bisher ist er immer gestorben an den drei Pfeilen. Es haben alle drei Pfeile getroffen, diesmal ist er nicht gestorben. Ich glaube mittlerweile erkannt zu haben, dass es in diesem Spiel verschiedene Hitzonen gibt. Also die Hitboxen der Gegner sind tatsächlich, wenn du woanders triffst... Wir machen den ganz, ganz gemütlich. Ah, oder er fällt einfach runter. Auch okay für mich. Ist er jetzt nicht gestorben da unten? Oh no, aber ich sterb. Ach, Leute, 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 Leute. Also... Das ist jetzt wieder eine YouTube-Folge, die geht schon viel länger, als ich eigentlich vorhatte. Deswegen Twitch nicht erschrecken, es geht gleich weiter, aber danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.